Hallo allerseits, euer Motorradtourer grüßt euch und freut sich, dass ihr hier seid. Der Wetterbericht bringt nochmal einigermaßen gutes Wetter für die nächsten Tage. Wir haben entschlossen, nochmal eine 3-Tages-Tour in die Vogesen zu fahren. Ich treffe mich jetzt mit dem Christoph, der auch mitfährt, und heute Abend werden weitere Personen im Hotel dazukommen. Wir werden jetzt erstmal die Autobahn fahren über Esslingen bis nach Vaihingen. Dann werden wir Richtung Reutlingen weiterfahren und dann die Bundesstraße zur B500 Richtung Freudenstadt verlassen und weiter bis nach Bühl fahren, wo wir dann heute Spätnachmittag die Grenze nach Frankreich überschreiten. Weiter geht's dann zum Startpunkt der Route in Wissembourg und die Tour könnt ihr auf der Seite der Motorradzeitung bei dem Magazin Ride unter der abseitigen Tour herunterladen. Heute Abend werden wir dann übernachten in La Petite Pierre, das ist an der Route, und morgen geht es dann weiter. Also viel Spaß beim Zuschauen. So, um 9 Uhr treffe ich mich mit dem Christoph hier am Bahnhof. Es ist jetzt 8.59 Uhr, mein lieber Mann. Pünktlicher kann das ja fast gar nicht sein. Ist ja unglaublich. So, hier ist der Bahnhof. Also dann fahre ich jetzt da mal rein. Da steht er ja schon. Ja, das ist ja perfekt. Das ist ja ganz perfekt. So, Christoph, guten Morgen. Jetzt sind wir heute Morgen bei sehr dichtem Verkehr hier rund um Stuttgart über Esslingen auf die A8 gefahren. Fahren hier am Flughafen Stuttgart-Echterdingen vorbei und nehmen dann die Ausfahrt nach Tübingen-Reutlingen. Jetzt hoffen wir, dass der Verkehr etwas abnimmt. Wir fahren hier kleine Straßen, die L395 bis nach Horb und fahren dann weiter Richtung Freudenstadt. Hinten am Horizont sieht man schon den Ausläufer des Schwarzwalds und das freut uns wirklich sehr. Jetzt haben wir es geschafft über Freudenstadt nach Bühl und jetzt fahren wir den Rheinübergang nach Frankreich. Weiter geht's dann nach Wissembourg.
Verwaltungsgebeutelt. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich. Ab Wissembourg war die D3 Richtung Lembach teilweise gesperrt. Aber sie war großzügig ausgeschildert und wir fuhren dann über Kleeburg bis nach Lembach. Das war auch eine sehr gute Idee, weil der Belag war völlig neu, es war noch keine Markierung angebracht und ideal zum Fahren. Eine ganz tolle, kurvenreiche Strecke. In Lembach angekommen, fahren wir jetzt wieder ein kurzes Stück nördlich und besuchen die Aussichtsplatte Burgruine Fleckenstein. Da ist auch ein Kaffee oben, mal gucken, vielleicht gibt es ja für uns einen. Und dann fahren wir weiter nach Fröschwiller und über die D53 bis nach Bitsch. Thank you.
Gefahren sind wir heute jetzt rund 450 Kilometer. Und als Resümee würde ich mal sagen, wenn man das jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet, wobei 10 immer das Beste wäre, würde ich jetzt die Landschaft mit einer 6 bewerten, den Schwierigkeitsgrad mit einer 9, also diese Tour kann wirklich jeder fahren, auch Anfänger. Und den Fahrspaß würde ich auf 6 bis 7 angeben. Also man kann schon sehr flüssig fahren, die Kurven sind nicht eng, also da ist für jeden was dabei. Ich bin ja eher doch der hochalpine Typ, wegen dem vielleicht nicht ganz die ganz super Bewertung, aber das kommt ja morgen noch. Die letzten 30 Kilometer unserer Tour in das Elsass, beziehungsweise in die Vogesen. Wir fahren jetzt von Puberg über den Col de Puberg bis nach La Petite Pierre. Am Ortsende von La Petite Pierre fahren wir dann links ab zu unserem Tageshotel, das ist die Auberge de Imstal. Ein hervorragendes Lokal, hervorragende Speisen, ihr seht es dann auf den Bildern. So, Tag 1, das Ziel haben wir erreicht, unfallfrei, und das war eine tolle Fahrt. Als Fazit ist zu sagen, dass diese Straßen hier im Elsass doch ganz anders sind wie hier bei uns in Süddeutschland. Es geht mega lange Waldallees entlang oder durch den Wald bei extremst wenig Verkehr. Und natürlich muss man wirklich die Geschwindigkeitsbegrenzung immer ein bisschen im Auge behalten, weil auch doch ordentlich kontrolliert wird. Aber uns ist das jetzt erspart geblieben. Es war ein schöner Tag bei schönem Wetter. Und wir freuen uns heute Abend auf ein Bier und auf ein gutes Essen. Also, dann bis morgen. Bleibt dran. Hallo Leute, nach einem Top-Frühstück brechen wir jetzt auf, 9 Uhr, und fahren jetzt südlich Richtung Südvogesen. Zuerst fahren wir über Lutzelburg, dann den Bärenberg hoch nach Oberhaslach, dann fahren wir den Col de Fauchy, Col du Bohem zur Col de la Schlucht. Weiter geht's dann heute Nachmittag zum Wildenstein, dann zum Col du Gros Ballon. Und dann fahren wir zu unserem Hotel in der Nähe von Mühlhausen, besser gesagt in Wittenstein. Das wird bestimmt ein sehr schöner Tag, also bleibt dran.
Jetzt wollte ich noch geschwind auf die Tour selber eingehen. Also wie ja am Tag 1 schon genannt, ist diese Tour weitgehend aus dem Magazin Ride von der Motorpresse. Und zwar aus der Ausgabe Nummer 2, Vogesen Elsass. Ich habe die ein bisschen zusammengearbeitet, und zwar ist es zum einen die abseitige Tour und zum anderen die Dynamiktour. Und so sind wir auch weitgehend gefahren. Ich verlinke das unten, da könnt ihr euch das selber mal anschauen, könnt es runterladen, kostenlos, und ihr könnt auch die Beschreibung nachlesen. Fahren wir hoch zur Hohe Königsburg, eine zu Beginn des 20. Jahrhunderts rekonstruierte Burg im Elsass, ca. 10 km westlich von Sillistadt. Rund 500.000 Besucher jährlich. Ich glaube, die waren alle an dem Tag da, wo wir auch da hochgefahren sind. Unglaublich, was da oben los war, aber der Ausblick und die Burg sind auf jeden Fall die Hochfahrt wert. Schaut es euch einfach an. Und jetzt ist auch die Sena-Kamera wieder einsatzbereit. Also das ist ja vielleicht ein Scheiß mit dem Anschluss. Oben das Anschlusskabel, und wenn du halt filmst oder wenn du filmen möchtest, brauchst du permanent den Stromanschluss. Sonst hast du das Teil in einer halben Stunde leer gefilmt. Ich habe es jetzt verklebt mit Panzertape. Müsste halten, und jetzt habe ich einen Akku dran, dass das während der Fahrt einfach nachladen kann jetzt. Zur Fahrt selber. Also, wir fahren jetzt hier hinter Revue die D416 nach Sainte-Marie-aux-Mines. Sehr schöne Strecke, ganz schmale Straße, kein Verkehr wie überall hier. Und ihr seht es ja im Video. Also dann viel Spaß beim Ansehen.
und jetzt fahren wir zum Col de Bonhomme. Geschrieben Bonhomme, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Super Tour. Das ist ja super. Vom Einheimischen lassen wir uns doch gerne überholen. Da können wir doch ein bisschen hinterherfahren, weil der kennt die Strecke. Dann geht es ein bisschen flotter nach oben. Naja, bis oben hat er mir ja so viel nicht abgenommen. Also selbst mit dem Koffer. War mal interessant, auch mal vielleicht ein bisschen anders hoch zu fahren. Also, das war echt. Geht jetzt zur Col de la Schlucht. Das ist ja ziemlich bekannt in die Vogesen. Und da haben wir jetzt noch ca. 20 Minuten. Die D148. Jetzt haben wir den Nationalpark Vogesen erreicht und fahren jetzt weiter südlich. Wir fahren jetzt auf der Route de Gret. Die wird in den Reiseführern von den Vogesen überall genannt als eine der schönsten Strecken überhaupt. Extrem wenig Verkehr hier überall. Habe ich mir ganz anders vorgestellt, muss ich sagen. Und langsam erreichen wir auch die Baumgrenze, so wie das aussieht. So, da sind wir jetzt doch in der Col de la Schlucht angekommen.
jetzt haben wir gerade ein paar Bilder gemacht am Col de la Schlucht und fahren jetzt weiter auf der Route Gret. Sehr schönes Panorama. Schaut euch das mal an. Also hier in der Borghese, nicht ganz so hoch die Berge, aber wunderbar. Wirklich wunderbar. Man sieht natürlich schon ganz deutlich, dass jetzt der Herbst hier Einzug hält. Wir sind ja immer noch auf ca. 1000 Meter Höhe. Und das ist ja so, dass dann die Berge oder beziehungsweise natürlich so, dass dann sich die Laubfarben ändern. Sieht man hier überall. Und wo man es auch deutlich bemerkt, die Temperaturen zwischen Tal und hier oben sind natürlich schon 5-6 Grad Unterschied. Aber eine wunderbare Gegend, wenig Verkehr, extrem wenig Verkehr um die Jahreszeit und perfekte Straße. Und unglaublich griffige Beläge, also ich weiß nicht, was sie da verbaut haben, das ist wie Schmödelpapier oben. Also die Reife krallt sich richtig rein.
dem Moment, wo das Auge, also ist unglaublich, in dem Moment, wo das Visier einfach auch zum Mutter ging aufs Auge drauf, du, also nicht normal sowas. Wir sind jetzt im Col de Ballon. Irre Aussicht. Meilenweit. Natürlich schon eine sehr überwältigende Aussicht hier. Echt. Da, schaut euch mal das an. Also schon auch, hier sieht schon, also auch sehr schön, auch nicht so hoch. Perfekt. Jetzt wollte ich noch schön auf die Tour selber eingehen. Also wie ja am Tag 1 schon genannt, ist diese Tour weitgehend aus dem Magazin Ride von der Motorpresse. Und zwar aus der Ausgabe Nummer 2, Vogesen Elsass. Ich habe die ein bisschen zusammengearbeitet, und zwar ist es zum einen die abseitige Tour und zum anderen die Dynamiktour. Und so sind wir auch weitgehend gefahren. Ich verlinke das unten, dann könnt ihr euch das selber mal anschauen, könnt es runterladen, kostenlos, und ihr könnt auch die Beschreibung nachlesen. Also, danke, dass ihr da wart. So, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Also wenn ihr hier mal herfahrt, schaut, bevor ihr in die Pässe fahrt, dass er trinkvoll ist.
weil mit Tankstellen, da sieht es hier wirklich mau aus. Wir sind jetzt zwei Tankstellen angefahren, beide waren geschlossen. Und ja, jetzt haben wir hier einen Markt, aber das sind natürlich auch immer so, ja, was weiß ich, 20 Kilometer dann weg. Und da fahren wir jetzt aber auf jeden Fall hin, wenn man jetzt Kraftstoff braucht. Wenn du siehst dann entlang der Route 80, 90 Kilometer, das ist dann schon wortecht. Wir haben ja alle große Spritfässer und können zwar 500 Kilometer fahren, aber es ist trotzdem echt brutal, wie schnell das dann runtergeht, wenn du da in den Bergen da rumtust. Also, das wollte ich nur kurz noch gesagt haben. Jetzt sind wir in Wiekstan und fahren jetzt ins Hotel in der Nähe von Mühlhausen. Das werden noch so 30, 35 Kilometer sein. Und dann haben wir heute so 360 Kilometer gefahren. Das ist absolut okay. Die Vogesen haben mir sehr gut gefallen, also speziell der Bereich La Machine und der Grand Ballon. Das war hervorragend. Die Wälder sind jetzt nicht so mein Ding, aber ich bin halt doch eher der hochalpine Typ. Also insgesamt doch sehr überrascht, wie es hier aussieht und wie wenig Verkehr auf der Nebenstraße ist. Die Franzosen, die bevorzugen alle die Hauptstraße, man sieht es ja hier. Also, dann danke, dass ihr da wart und morgen geht es dann weiter. Also, tschüss! Restaurant Hotel The Original City in Rixheim. War wirklich schön. Morgen Leute, wir sind jetzt gelandet in der City Original Hotel in Rixheim. Können wir nur empfehlen, ideal. Also es war sehr günstig und das Essen war sehr gut. Und wir haben sehr gut geschlafen und die Hotel wirklich hervorragend. Ja, das ist schon nicht so oft der Fall bei uns. Ja. Und heute ist der Tag der Rückfahrt. Wir werden uns trennen. Das heißt, der Christoph und ich fahren jetzt über den Schwarzwald. Und die Heike führt jetzt Richtung Soldatenfriedhof. Wir sind jetzt gestartet in Rixheim bei Mühlhausen. Wir fahren jetzt zum Schluchsee und dann weiter über die B500 mal Richtung Pforzheim und dann werden wir sehen, wie wir nach Hause fahren. Also, heute letzter Tag, bleibt dran, viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt sind wir wieder in Deutschland und es geht schon wieder los mit der Umleitung. Also, du kriegst schon den Vogel, ich weiß nicht. Überall bauen die, machen die und da kannst du fahren und also.
Ja, vor dem muss man auch nicht mehr, aber ich mache mein Auto irgendwie. Moment, ja, aber das ist nicht ja. Jetzt fahren wir hier im Südschwarzwald. Das ist natürlich schon noch mal eine andere Nummer wie im Nordschwarzwald. Also sehr schön hier, wirklich sehr schön. Wie auch in den Vogesen. Ganz toll, rauf und runter, sehr viele Kurven. Optimal zum Fahren, wirklich. Wieder die Gipfel in Wolken, aber das verzieht sich vielleicht heute auch noch. Schön, schön. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das ist wie ein Tanz. Hier, links, rechts, links, rechts. Vielleicht ein Walzer. Oben, cha-cha-cha. Eins, zwei und tschak, tschak, tschak. Oh, jawohl, prima. Wir sind jetzt im Wembach, der Ausblick von Wembach. Wunderbar.
doch. Immer noch. Und jetzt ist auch die Sena-Kamera wieder einsatzbereit. Also das ist vielleicht ein Scheiß mit dem Anschluss, wenn da... Jetzt geht's los. Käse mit Soße. So, aber jetzt geht's. Weiter geht's jetzt zur Kohle. Wie alles andere auch eine Kurstadt und liegt natürlich auch wirklich schön. Kuckucksuhren in allen Ecken und Enden. Nice. Ich mache dann Kohl in der Schlucht und fahre jetzt weiter auf der Rotgrät.
Ja, das war es ja jetzt auch schon wieder. Die Rückfahrt ging dann über Freudenstadt nach Calw und dann haben wir uns überlegt, es war so gegen 16.30 Uhr, durch Stuttgart durchzufahren. Ja, wie sich herausstellte, ein großer Fehler, weil da war ein Unfall in Stuttgart und es hat sich durch ganz Stuttgart durchgestaut. Also wir haben da eine Stunde gebraucht, allein da durchzufahren, durch die paar Kilometer. Aber so ist manchmal eben, um 18 Uhr waren wir dann zu Hause oder 18.30 Uhr. Es war auch eine sehr schöne Tagestour und den Hochschwarzwald kann ich nur empfehlen. Also dann bis bald und danke, dass ihr da wart. Thank you.